dem guten Puck beginnt. Abschluss der Gewinner Zeller Eisbären. Und jetzt die erste, vielleicht nennenswerte Möglichkeit. Scheiße! So gute Möglichkeit. Jetzt haben wir die konstituierte Möglichkeit. Dann extra Abschluss, Kondo, stark. Von. Wow, Top-Möglichkeit. Eric Doppertig jetzt mit der Möglichkeit. Und da! Von Inson Kapitän, der so in Teil gewinnt. Alex Seketto gleich mit dem nächsten Abschluss. Wieder schlampiger Fehlpass hier von der Abwehr. Jetzt Führung Pfeffer, starke Möglichkeit. Konter über Adam Campanelli, der wartet auf seine Mitspieler. Und der Abschluss, starke Parade. Connor Sambino, stark geht er ins Angriffsdetail. Starker Ab. Über. Jetzt die Möglichkeit über Böhm, den verspringt er. Starker Save da von. Wenigsten noch mit einem. Gianfrone noch mit einer guten Hereingabe. Schuss über Connor Sanvido, der da im Bucknet richtig trifft. Da noch 15 Sekunden zu gehen. Der nächste Abschluss erneut. Adam Campanelli, der da eine sehr gute Möglichkeit vergibt. Und der Reuter, Pfostentreffer. Und da, sehr gute Konter, der Zeller Eisbär. Angriff, David Conchi tankt sich sehr gut durch, spielt ihn quer. Und der verweckter Schuss von den Zeller Eisbären jetzt wieder sehr gut pressen und erneut der sehr starke Abschluss. Sehr körperliches Spiel hier in der Weihenstephan Arena. Oh, und da! Wir halten somit eine gute Kontrolle jetzt. Top-Möglichkeit da auch wieder von den Wipptal Broncos 20. In Tobias Dinopel. Und so für die. Auf die Nummer 54. Und starke Parade da. Wipptal. Zwischen den Wipptal Broncos und den Zeller Eisbären und die Broncos gleich hier mit der erneuter Abschluss hier sehr zentral von den Zeller Eisbären, das zu einem Scheingewinn führt und da für die Wipptal Broncos sehr starkes Preis. Sehr gute Defensivarbeit. Jetzt die erneute Möglichkeit von unserer Nummer 12, der hier sehr stark um den Puck alleine durchzutanken. Bleibt aber dann bei zwei Mann hängen. Sein Video spielt er auf Schuss und Tor! Nächste
der Angriff rollt über die Nummer 55. Und sehr starker Abschluss und Angriff. Möglichkeit. Die Broncos legen sich jetzt die Zeiler zurecht. Der erneute Abschluss. Und da! Gegen den EC Bregenzer Wald erzielen. Jetzt die Zeller wieder mit der sehr, sehr 50, 55 Sekunden hier auf der Steinhöhe. Nochmal die Möglichkeit hier der Zeller.